Tja, bitte sehr. Danke. Faszinierend, wie du das machst. Gut, nicht wahr? Als könnte ich sehen, oder was wolltest du sagen? Nein, entschuldige, das war vorhin wahrscheinlich Wunschdenken. Das kenne ich. Weißt du, wie oft ich mir wünsche, dass ich wieder sehen kann? Aber ich weiß, dass es nie wieder so sein wird. Und deshalb kämpfe ich um jeden Zentimeter Selbstständigkeit, weil ich einfach nicht will, dass man mich sofort als Blinde erkennt. Katharina, es tut mir leid. Ich war unsensibel. Ich freue mich natürlich über jeden Fortschritt, den du machst. Wirklich. Es gibt noch andere Neuigkeiten. Mutter macht auch Fortschritte. Sie fängt wieder mit der Chemo an. Und wie fühlt sich deine Mutter jetzt nach der ersten Behandlung? Ist sie wieder so übel und schwindelig? Naja, ein bisschen angeschlagen ist sie schon. Aber sie gibt sich tapfer. Ja, wir müssen sie jetzt unterstützen, wo es nur geht. Ich werde sie auch bald besuchen. Das ist lieb von dir. Danke. Weißt du, ich bewundere deine Mutter. Und ich bin so froh, dass sie kämpfen will. Dass sie sich nochmal durchgerungen hat, das ist nicht zuletzt dein Verdienst. Wie kommst du darauf? Naja, du hast mit ihr geredet. Ich kenne deine Überzeugungskraft. Ja, aber am Ende unseres Gespräches, da war sie noch keinen Zentimeter von ihrer Entscheidung abgewichen. Nein, aber irgendwas, was du gesagt hast, muss in ihr nachgewirkt haben. Wie auch immer. Hauptsache, sie macht es. Und Hauptsache, sie wird wieder gesund. Ja. Das ist das Wichtigste. Das stimmt. Muss das alles so kompliziert sein? Für ein paar Tage haben wir die Schwierigkeiten einfach vergessen. Und ich war unendlich glücklich. Jede Sekunde. Aber jetzt diese völlig überstürzte Heirat. Er sagt zwar, dass sich zwischen uns nichts ändert, aber ich glaube das nicht. Eine Heirat hat sowas Endgültiges. Soll so mein Leben aussehen? Dass ich immer die Zweitbeste bin, die auf ihn wartet, die er versteckt? Ich will zu dieser Beziehung stehen und er soll zu mir stehen. Es ist so ungerecht. Herr Hoffmann, kann ich Sie kurz sprechen? Herr Saalfeld, guten Abend. Guten Abend. Was kann ich für Sie tun? Die Idee, Laura Mahlers Praline noch außer Haus zu verkaufen, die kommt doch von Ihnen, richtig? Ich versuche, eine Idee immer so gewinnbringend und effizient wie möglich einzusetzen, ja. Sehr schön, das freut mich. Das weiß ich zu schätzen, aber in diesem Fall kann ich das leider nicht zulassen. Der Hotelladen setzt auf eine exklusive Produktpalette. Das hört Laura bestimmt nicht gern. Tja. Ich verstehe Laura gut. Sehr gut sogar. Aber ich akzeptiere natürlich auch Ihre Entscheidung. Schön. Danke für Ihr Verständnis. Aber Laura wird Sie niemals akzeptieren. Ich glaube, darüber brauchen Sie sich nicht den Kopf zu zerbrechen, Herr Hoffmann. Es sind nicht Ihre Pralinen. Und auch nicht die des Hotels. Ich hoffe, ich habe mich klar ausgedrückt. Natürlich. Laura und ich, wir können unsere Freizeit auch anders verbringen, als Pralinen zu machen. Ich wollte sowieso gleich noch zu ihr. Den Weg können Sie sich sparen. Ich habe Laura Mahler bereits Bescheid gesagt. Ich weiß. Sie hat es mir erzählt. Warum sagen Sie das nicht gleich? Sie sind Ihr Chef. Da bin ich vorsichtig, was ich über Angestellte sage. Und jetzt entschuldigen Sie mich bitte. Herr Hoffmann, Frau Mahler hat nichts von mir zu befürchten. Sind Sie sicher? Kannst du mir eigentlich mal sagen, was sich da geritten hat, Laura Mahler? Alexander hat mich provoziert. Ich meine, weißt du, da bist du wochenlang vernünftig und nichts als vernünftig und plötzlich spielst du verrückt. Er hat kein Recht, mir das zu verbieten. Ja. Ich meine, schau mal, ich bin ja wohl die Letzte, die irgendwas dagegen hat, dass man Alexander Saalfeld den Kopf wäscht. Das ist von mir aus jeden Tag so, wie der sich aufführt. Aber hey, bitte, überleg doch mal, was, wenn die dich feuern wie Xaver? Ja, du hast recht. Oh Mann, das kann mich Kopf und Kragen kosten. Und alles wegen der blöden Pralinen, das gibt's auch gar nicht. Ach komm, Laura, um Pralinen ging's da jetzt wirklich nicht. Nein, es geht um Eifersucht.
Und Liebe und Wut. Mhm. Und wo Liebe keinen Platz hat, brauchst du ein Ventil. Wo soll ich denn hin mit meinen Gefühlen? Ich könnte Alexander... Das ist schon der richtige Ansatz, besser hier als bei Alexander. Ein Wort von dem und du bist nämlich weg vom Fenster. Ist mir so egal. Ach, das ist dir egal. Was ist mit mir? Willst du mich mal wieder alleine lassen, oder was? Nein. Ja, dann bin ich ja beruhigt. Das würde ich jetzt einfach mal sagen. Abwarten und schlafen. Ich brauche nämlich meinen Schönheitsschlaf, sonst komme ich nie unter die Haube. Also, meine Süße, gute Nacht. Gute Nacht. Vater, machst denn du so früh schon hier? Ja, ich suche ein paar Papiere. Kümmerst du dich bitte um die Handwerker im Westflügel? Ja, mach ich. Sag mal, stimmen eigentlich die Gerüchte, die so unter den Angestellten kursieren? Was denn für Gerüchte? Du sollst dich heftig mit Laura gestritten haben. Hat das schon die Runde gemacht? Wunderbar. Ja, ich habe ihr untersagt, ihre Pralinen außerhalb des Hauses zu verkaufen. Alexander, ist das nicht ein bisschen kleinlich? Ja, aber sie hat hier einen Laden, da kann sie ihre Pralinen verkaufen und Gewinn damit machen. Ja, aber wir sind ja auch am Verkauf prozentual beteiligt. Und alles, was sie macht, ist gut für den Fürstenhof. Bei dir hat sie ja wirklich einen Stein im Brett, hm? Ja, sie ist doch eine besondere junge Frau. Ja, und? Sie ist leidenschaftlich, offen, engagiert, voller Energie. Klingt fast so, als wolltest du sie adoptieren, Vater. Naja, im Moment reicht es mir, wenn ihr euch wieder vertragt. Und lasst sie ihre Pralinen verkaufen, wo sie will. Ich hab's. Bis dann. Vater. Zwei Stunden habe ich auf die Handwerker gewartet. Ja, zwei Stunden. Kommen sie an, setzen sich hin, packen die Brötchen aus und sagen Frühstückspause. Ja, aber so viel Ruhe könntest du dir eine Scheibe abschneiden. Ach, komm, ist doch wahr. Wenn das so weitergeht, renoviere ich den Westflügel alleine. Ach, Alexander, jetzt ärger dich nicht. Lass uns lieber den schönen Vormittag genießen. Du hast ja recht. Hörst du das? Pferde. Ja, ups. Ich freue mich endlich mal wieder richtig im Sattel sitzen zu können. Katharina, woher nimmst du diese Lebensfreude? Ja, es gibt so einige Menschen, die mir viel geben. Nein, nein, das ist deine eigene Energie. Wirklich. Naja, wenigstens denkst du nicht mehr, dass ich simuliere. Tut mir leid, das war echt Quatsch von mir. Vergessen wir es. Einmal ärgern reicht. Weißt du was? Kommst du mit zum Pferdestall? Sicher. Ich möchte aber rennen. Los, mach mit. Ich hatte ja wohl auch einen guten Grund, so zu explodieren. Ich muss mich mehr zusammenreißen. Nicht immer meinen Sturkopf durchsetzen. Hoffentlich ist es noch nicht zu spät. Küche? Laura, Telefon für dich. Danke. Laura Malach? Ah, Laura, gut, dass ich dich erreiche. Hier ist Andreas. Sag mal, du hast doch gestern Sundance besucht. Was hast du ihm zu fressen gegeben? Nur ein paar Mohren. Komisch. Dann kann es ja daran nicht liegen. Was kann daran nicht liegen? Sundance geht sehr, sehr schlecht. Er hat seit gestern schwere Koliken. Hat er denn Schmerzen? Ja, ziemlich große sogar. Aber der Tierarzt ist bald hier. Soll ich kommen? Na, ist vielleicht besser. Man weiß ja nie. Ich mache mich sofort auf den Weg. Das ist das, was ich am meisten.
Essen für uns, ja? Was? Unsere gemeinsame Ausrichtung. Ja, ich auch. Komm. Hey, hey, hey. Weißt du, das hier für den richtigen Zeitpunkt und den richtigen Ort. Ich würde so gern deine Augen sehen. Die verschlingen dich gerade. War das jetzt die Retourkutsche für unseren Streit, ja? Weil ich meine Pralinen auch außerhalb des Fürstenhofs verkaufen will? Dann lotst er mich hierher über den Stallburschen, damit ich sehe, wie er sich mit Katharina am Heu wälzt. Das Pferd hat eine Kolik, sehr witzig. Ich bin so blöd. Warum habe ich nicht gleich den Fürstenhof verlassen, als ich gemerkt habe, dass er mit Katharina zusammen ist? Oder spätestens nach dieser schrecklichen Verlobungsfeier. Aber nein, ich bleibe und glaube an die große Liebe. Das war's. Das ist das Ende mit Alexander. Danke für den schönen Ausflug. Nur schade, dass wir gestört worden sind. Katharina, es tut mir leid, ich muss gleich los ins Büro. Kannst du nicht noch ein bisschen bleiben? Dann könnten wir weitermachen. Womit? Na, mit dem, was wir gemacht haben, bevor wir gestört worden sind. Katharina, es tut mir leid. Ich will jetzt nicht, ja? Ich habe eben noch einen ganz anderen Eindruck. Katharina, ich muss jetzt los. Entschuldige. Bis später. Entschuldigen Sie mich bitte. Laura! Was sitzt du denn bei dem Wetter hier allein draußen? Lass mich raten. Die Kaffeemaschine ist explodiert. Nein, okay. Dein Badewasser ist dir übergelaufen. Auch nicht. Ich hab's. Der Automat hat deine EC-Karte geschluckt. Nein. Ach komm, was auch immer es ist. Wir peppeln deine Laune schon wieder auf. Das glaube ich kaum. Was hältst du davon, wenn ich dich heute Abend zum Italiener einlade? Carpaccio, Riesenpizza und Tiramisu. Hm? Das ist lieb von dir, aber ich habe wirklich keine Lust. Herr Hoffmann. Lassen Sie uns bitte einen Moment allein. Sicher, Herr Saalfeld. Danke. Warte mal, eigentlich ist es gar keine so schlechte Idee. Ich brauche wirklich ein bisschen Ablenkung. Wo ist denn die Pizzeria? Soll er weit fahren? Entschuldigen Sie, ist irgendwas Wichtiges? Ich bin gerade beschäftigt. Nein, nichts Wichtiges. Was war das denn jetzt? Was denn? Ja, wenn ihr Streit habt, ist das eure Sache. Aber lass mich da bitte raus, okay? Das war ja oberpeinlich.